Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Terraforge. Hier steht's auch schon, Early Access. In the vast and mineral-rich expanse of Quidland, your family lived in a village that stands as a hub of skilled blacksmiths. Your family blacksmiths for generation harbors an age-old ambition to forge the ultimate weapon and be the best blacksmith. The key to this legendary creation lies in the Abyss, a fabled realm beneath the earth that holds the rarest mystical materials. Two decades ago, your grandfather's quest to unlock the secrets of the Abyss beneath Quidland triggered an unforeseen catastrophe. As he delved into the depths, a malevolent force erupted, poisoning the land and claiming the lives of many. Your mother, instinctively understanding the impending doom, seized you and fled the village, joining a throng of desperate refugees escaping the encroaching darkness. In the years that followed, the once thriving Quidland village became a ghost town, abandoned by those who survived the initial onslaught. The path to the Abyss, once opened by your grandfather's journey, became a perilous gateway, rendering the entire region uninhabitable. Now, after two decades of exile, you return to Quidland. Time has woven its tapestry, erasing the ominous path to the Abyss. The once poisoned land has healed, and the once prosperous village lies in ruins. The scars of the past have faded, and as you step onto the familiar soil, a new chapter begins. One where you can rebuild the legacy of your family and the village of Quidland. We don't have time to dawdle. First, we need to make money to reach that deepness, so let's get started by crafting items and selling them. To make items, we need raw materials like wood and iron, which can be found at the mining sites. So let's go to the mining sites. So, you can buy a mining license here and start mining. Click here. Here you can see the mining sites currently available in Quidland. You will reach more far away lands later. Each site has a depth level. The deeper the mine, the more valuable ores you can find. Now let's select the starter license in Quidland. Das ist die hier scheinbar. Da gibt's Eisen und da gibt's Silber. 1068 Deepness, je tiefer, umso bessere Ressourcen. Das heißt, hier über 2000 wahrscheinlich gibt's dann Gold. Ja, aber das können wir uns alles nicht leisten. Wir haben kein Geld und nur für die Starter-License brauchen wir kein Geld. Top side, you can see your resources gathered from this site and next to there is your mining tools. So, Moment. Das sind die Resources, also Holz, Eisen und Silber. Und das hier sind unsere Mining Tools. You need energy to operate the Mining Tools. Now start with your Mining Entrance. Placing your entrance will dig out a small area and you can start mining from there. Okay, also wir haben hier einen Delver. Area 1 meter. Speed, distance, energy cost. This Delver guy is your best friend. You can dig down deep with this guy. Und ein Miner. This miner guy can mine very good. You can change directions left or right with tab key. Ah, okay. Also, der gräbt nach unten und der hier nach links oder rechts. Mehr habe ich noch nicht. Place your mining entrance. Erstmal sollen wir hier irgendwo, keine Ahnung, machen wir hier vielleicht. Zack. Oh, und hier läuft Zeit. Das heißt, okay. Tab Rotate. Okay, das kostet Energie. Und zwar jeweils 2 Energy. Energy regeneriert sich langsam. Und hier, ich glaube genau. Ah, da kann ich draufklicken, okay. Hier graben wir vielleicht nochmal nach unten. Und die graben eine gewisse Strecke. Ah, sehr cool. Die graben eine gewisse Strecke und dann ist Schluss. So, wir haben noch eine Minute Zeit.
um möglichst viel mitzunehmen. Sehr schön, sehr schön. Okay, und die Energie regeneriert sich nur relativ langsam. Oh, was haben wir hier? Blueprint Shard acquired. Okay. Was ist das? Nix. Kann man hier... Also, die Mine ist nicht tiefer als so, wie sie aussieht. Genau, ich könnte mit dem Mausrad zum Beispiel könnte ich scrollen. Oh, da habe ich was. Da ist nix. Okay. Also wir haben 27. Ja, okay. Vorbei ist es. End of License. Wir haben. Also 8 Miner haben 10 Resources. 5 haben 3 Resources gemeint. Wir haben einen Common Blueprint Shards gefunden. Dann gibt es noch Rare und Legendary. Es gibt gewisse Tools, die wir nicht haben. Und wir haben 27 Eisen. Okay. Nice job. Now that we have raw resources, we can start making money. You need to help me forge items so we can sell them. Let's go to the smithy. You can craft and sell items in the smithy. Okay. We can finally make some money. On the left side, you can choose which blueprint you want to make. When you have enough materials, select the blueprint and craft it. The more skillful you are, the better quality item we will make. As we practice and master how to craft different items, I can auto-craft it in higher and higher quality for you. If you would like me to craft without your assistance, just toggle the auto-craft checkbox. I won't be angry, I promise. That's it for now. I will be here at the smithy waiting for you to bring raw materials to craft. By selling the products, we can make money so we can upgrade our equipment. It is necessary to be able to drill deep enough to reach the deepness of the abyss and find the rarest mystical materials. Good luck, my friend. Okay. Das ist. Nö, das ist nix. Ah, show craftables only. Okay, also das können wir im Moment machen. Ja, es gibt schon. Es gibt schon. Viele Sachen. Okay. Momentan können wir nur den Eisenring machen. Ah, und hier gibt es Autocraft. Autocraft pur. Craften wir so mal. In this Minigame, okay? You need to press the showed key to improve quality. If you press wrong keys, the quality will drop. Good luck. Okay. W. W. R. Q. Q. E. Yes, okay. You've successfully crafted Iron Ring. A Master. Wie? Moment, ja. Machen wir nochmal. Masterwork, okay. Ah, und das gibt dann Erfahrung für dieses Item. Dann? Ich meine, wir können jetzt momentan nichts machen mehr. Wir haben nur noch 7 Eisenerz und 10 brauchen wir. Wir können das so verkaufen. Okay. Jetzt haben wir 40 Gold. Tool Upgrades. This building is badly damaged. You want to repair it. Repair cost. Okay, also das sollten wir priorisieren, sage ich mal, damit wir Upgrades machen können. Oh, das dauert noch etwas länger. Außerdem brauchen wir hier Gold, oder wie? Ich glaube schon. Was ist hier? Relics? Active Boost. Relic Holder locked. Ah, und hier gibt es Relics. Wenn ich die finde, dann kann ich die hier bis zu 3 aktivieren. Das sind quasi dann irgendwelche Perks, nehme ich an. Okay, ja. Mehr. Oh, schau an. Shop. This is our own shop, your own shop where you can sell your crafted items to customers. It will be available in a future update. Okay. Also, momentan im Early Access ist nur das hier verfügbar. Wir
gehen natürlich wieder mit der Starter License rein. Wir haben nur 40 Gold. Also, lasset uns minen. Was ist das eigentlich hier? Cut the tree, you will get 8 wood. Ja, und was ist das hier? Clean up debris. You will get irgendwas, was ich nicht diesen hab können. Das machen wir mal. Das kostet auf jeden Fall 10. 10 Dollar, wir bekommen 17 Eisen. Wenn ich das richtig jetzt sehe. Das zahlt sich in jedem Fall aus, weil einen Ring, der mich 10 Eisen kostet, verkaufe ich um 20. Also nehmen wir das auf jeden Fall mit. Und dann schauen wir mal, wie tief wir kommen. Wir arbeiten jetzt professionell mit Hotkeys. Okay, wir können hier wieder nicht weiter runter. Aber wir schauen mal, ob wir hier schön weit... Oh, sehr gut. Schön weit runterkommen. Hier brauche ich auf jeden Fall so einen. Weiter geht's. Okay. Das ist, wenn ich einfach... Okay, ich kann nicht einfach nur hier klicken. Gut. Aber wir können das hier alles mitnehmen. Und können hier auch noch runter. Und eventuell sogar hier noch runter. Ist das Silber? Ich will Silber haben. 60 seconds remaining und wenig Energy remaining. Aber wir haben jetzt schon 31 Eisen bekommen. Oh, hier ist auch noch was. Das ist groß. Kann ich hier weiter oben? Oh, kann ich ein bisschen weiter oben, okay. Wir haben noch 25 Sekunden Zeit. So. Neun Sekunden. Aha, der geht jetzt einfach runter. Und gräbt hier ein wenig weiter. Okay. Aber 49 und 8 Holz. Das ist schon nett. Was können wir jetzt? Wir können einen Iron Hammer machen. Ein Holz und 5 Eisen. Das machen wir mal. Jetzt ist das hier selektiert. Oh. Hat hier... Jedes Ding ein eigenes Minigame oder wie? In this minigame you need to press space when the circle is in the green or yellow bar. The quality will drop if you press space at the wrong time. Ich nehme mal an, okay, Gray Zone minus 3, Green Zone 1 einfach oder einmal und Gold Zone 4 mal, okay. Oh. Oh. Oh, Normal bringt uns 10. Ich will mal ein Masterpiece. Boah, ich bin echt. Quality pur und da bekomme ich gar nichts. Oh. Oh, okay, das ist Masterwork. Also das ist Zufall, welches Minigame kommt. Eins noch. Jawoll. Autocraft leveled up. Ah, so. Das ist eben die Qualität des Items. Das hier ist pur, das ist normal, das ist Masterpiece, Masterwork, Master Dingsbums. Vorher haben wir, wenn wir Autocraften wollten, hätten wir nur solche Items bekommen. Ja, jetzt bekommen wir solche Items, wenn wir Autocraften und
Ja, wenn wir es selbst machen, dann schaffen wir momentan auch Masterwork. Ah, oh, Mann. Ah, gut, gibt's auch noch. Okay. So, Ressourcen sind all sell all. Das ist gut. Wir haben 113 Gold bekommen. Müssen wir schlafen oder sieht wohl auch nicht so aus? Nö. Okay. Also. Deepness 964. Das dauert auch noch ein wenig, bis ich bessere Minen oder tiefere Minen beackern kann. Ich brauche momentan kein Holz, aber das hier ist immer gut. Ist das hier Silber? Sehe ich nicht, oder? Schade. Ich hoffe einfach mal. Naja, Blueprint, okay. Dann versuche ich, dass ich hier rüberkomme. Das ist groß. Bis jetzt noch nicht so mit Ressourcen gesegnet. Da ist zumindest was Schönes. Da können wir ein bisschen so ein bisschen weitermachen. Da gehen wir nach unten. Oh. Jawohl! Wir haben Silber gefunden. Das erste Stück Silber. Er sollte auch bald fertig sein. Jawohl. Hier rüber. Noch ein Blueprint. Wofür sind die Blueprints? Ah, hier wäre noch ein Stückchen, aber das ist bestimmt kein vollwertiges Silberstück. Aber hier vielleicht. Ah, vielleicht doch nicht. Ah, ich wollte hier noch rüber. Da ist ja viel Potenzial. Jetzt. Ja, 10 Sekunden ist nicht mehr lange. Daher nehmen wir das noch mit. Naja, 35 und 2 Silber. Naja, immerhin. Aber ich glaube, wir brauchen 3, oder? Genau, 3, 10 und 50 Gold. Was ist das? Okay. Ja, machen wir noch ein paar davon. Also für mich ist dieses Craft 10 Items. Für mich ist dieses Buchstabendrückspiel viel, viel einfacher. Da bekomme ich immer Masterwork, Masterpiece. So. Search for new licenses. Okay, die sind. Oh, schau an, hier ist Diamond. Hier auch. Aber das kostet alles viel Geld. Das können wir uns gerade so nicht leisten. License Days 0,5. Das heißt, hier hätten wir wahrscheinlich doppelt so viel Zeit. Auch. Das ist nett. Hier gibt es wieder 17. Das ist auch gut. Kann ich das eigentlich direkt drüber stellen? Kann ich. Einundzwanzig sind schon. Aber wir brauchen
Silber. Wir brauchen dringend Silber. Und wir schauen, dass wir auf jeden Fall kein bisschen Energie vergeuden. Ob das, ja, das gut ist, was ich hier mache. Und die Blueprints würden mich auch noch interessieren. Wir brauchen Silber. Ach, hier vielleicht. Ach, schade. Soll ich hier noch weiter? Eins mache ich noch. Hier runter vielleicht? Ja. Nö, hier nicht. Aber hier runter vielleicht. Komm, ein Silber. Ach, schade. Boah, das ist viel. Ach, hier wäre auch gut gewesen, ein guter Spot. Aber es ist gar nicht so einfach, hier Silber zu finden. Aber wahrscheinlich ist es, je tiefer wir kommen, umso besser. Ah, okay, hier kann man noch die Zeit beschleunigen. Gut zu wissen. Wir verkaufen jetzt noch ein paar Sachen. Ach, das war gut. Das war nix nämlich. So. Boah. Nur gut. Und leveled up. Das heißt, wenn wir jetzt auto craften, ich meine, ich kann nur eins craften, aber dann bekommen wir fix ein gutes. Bekommen aber keine Erfahrung. Okay, jetzt haben wir 208. Können wir jetzt 207? Das ist, aber ich würde mal vorschlagen, wir machen dieses hier, ein Tag. Ja, genau, jetzt haben wir 4 Minuten. Vorher hatten wir 2. Bleibt immer noch genug Geld hierfür. Ich hoffe hier auf... Nein, wir machen das anders. Wir machen das so und graben uns dann nach rechts rüber. Und natürlich nach unten. Hier graben wir das Ganze ab und boah, hier ist viel mehr, oder? Oder war das nur jetzt hier im Anfangsbereich? Was schade wäre. Oh, schau an. Jawohl, wir haben unser drittes, oh, zwei sogar. Wir haben auf jeden Fall unser drittes Silber. Und hier noch was. Sehr schön. Und hier drüben noch was. Jetzt kommt Silber rein. Das ist toll. Hier sehe ich, glaube ich, das nächste Silber. Da könnte auch was rausspringen für uns. Oh, und wir... Oh, okay, wir können hier richtig weit runtergraben. Hier will ich hin. Hier rüber und runter. Und hier weiter. Oh, schau. Ah. Schau. Sehr gut. Das zahlt sich doch direkt aus, die bessere Mining Site zu nehmen. Würde ich doch mal sagen.
Okay, mit dem Mausrad können wir scrollen. Was auch durchaus Sinn macht. So, und jetzt haben wir immer noch 2 Minuten. Also so lange, wie wir normalerweise für eine Site haben. Wir hoffen mal drauf, dass weiter unten mehr zu holen ist. Ich meine, das hier war schon richtig cool. Aber vielleicht wird es ja noch viel mehr hier. Oh, wir sollten weiter runter. Sobald wir 2 haben. Boah, 50 und 20. 20 Silber. Okay, hier ist Schluss. Und es geht auch nur noch 60 Sekunden. Aber wir haben schon, boah, richtig schön viele Ressourcen bekommen. Da kann man nur zufrieden sein, würde ich sagen. Hier oben nochmal ein bisschen Silber. Soll ich von hier irgendwo kommen? Zeit genug wäre. Dann schauen wir, ob wir... Oh. Okay, wir können das nicht mitnehmen. Schade. Ja, vielleicht schon noch. Jawohl. Boah, 65, 24 und 3 Blueprints. Das heißt jetzt, wir machen einen hiervon. Sehr gut, den verkaufen wir gleich. Und jetzt 50, 10, 3. So, Tool Upgrades. Der Delver, das ist der, der nach unten gräbt. Okay. Increase Delver Size, Guy Size. Bei 10% kostet 60. Okay. Area, Speed. Oh. Und Distance. Dann gibt es den Miner. Da gibt es die gleichen Upgrades. Und dann kann ich den nächsten unlocken. Worm. If you don't like worms, now you will. These worms can dig like nothing else, but don't try to control them. You just can't. Okay, also die graben irgendwie zufällig rum. Um 100 eine Drill. 125, 150. Okay, und das hier sind dann die diese Tools. Das heißt für uns, wir könnten jetzt einen Silver Dagger machen. Wow. Okay. Versuchen wir mal. Oh. Ach komm. Juhu. Das ist cool. Ach. Nur gut, okay. Und fürs Autocraft bringt das dann nur 5. Das andere auch, oder? Aber vielleicht schaffen wir das auf komplett Masterpiece. Dann könnten wir das immer machen. Hier können wir noch einen basteln. Wie oft? Oh, okay. Normal. Alles verkaufen, 175. Das heißt, auf jeden Fall will ich den Worm jetzt mal unlocken. Und dann würde ich sagen,
Wir erhöhen mal die Area. Bei Delver und Miner. Geht sich hier noch was aus? Nö, ein bisschen Geld hebe ich mir auf. Jetzt müssen wir vorerst mal mit der Starter License Vorlieb nehmen. Weil hier, genau, können wir noch ein paar Sachen einkaufen. Und jetzt bin ich dann gespannt. Jetzt könnten wir mit 3 den Wurm hier hinsetzen. Inzwischen. Oh, der ist groß geworden. Okay, und der gräbt sich hier irgendwie rein. Kostet auch 3. Inzwischen graben wir weiter nach unten. Der lässt sich wirklich nicht beeinflussen. Aber finde ich gut, um ein paar Ressourcen in der Nähe hier irgendwie zu entdecken. Gräbt er immer in einem Kreis? Wirkt fast so. Okay, weiter nach unten geht nicht. Sieht auch ja, relativ schlecht aus mit den Ressourcen. Naja, 47 ist nicht schlecht. Wollen wir mal nicht überheblich wirken. Da haben wir deutlich Schlechteres schon gehabt. Vor allem die Größe der Miner finde ich jetzt richtig nett. Vielleicht eben Speed noch, also alles noch upgraden, natürlich. Und da nehmen wir, 25, okay, doch nicht. Jetzt will ich dann wissen, wofür die Blueprints sind. Hier hätte es vielleicht noch Silber gegeben. Hierfür vielleicht? Nö. Da brauchen wir auch Geld zum Anlocken. Upgrades nicht. Missions später. Hierfür. Wir haben 10. Was ist das? Okay. Da können wir auf eine bessere Variante upgraden oder wir können sie verkaufen. Wir können sie allerdings eben auch verwenden, um Sachen zu researchen. So wie das hier. Hier 6 für die Diamond Axe. Also das hier könnten wir jetzt schon machen. Wir schauen mal durch, was wir hier am besten verkaufen können. 50 ist, boah, das ist gut. Wir haben auf jeden Fall zu wenig Holz. Also die hier ist schon mal richtig cool. Ja, da müssen wir dann ein bisschen researchen. Boah, hier 8 Jewelry. Oder brauchen wir aber andere Ressourcen? Also hier brauchen wir auch schon Diamanten. Also ist das alles noch ziemlich egal. Wir schauen, dass wir das hier eventuell wirklich aufs Maximum bringen. Würde mich jetzt interessieren, ob das dann wirklich immer ein Masterpiece wird. Gut. Einmal geht noch. Okay, alles verkaufen. Wir haben 165. Damit kaufen wir uns jetzt keine Upgrades, sondern vielleicht doch.
Okay. Ja, wir kaufen doch Upgrades. Mehr Speed, mehr Distance. Machen wir mal hier überall mehr Distance. Vielleicht den auch jetzt mehr Speed. Oder den nach unten mehr Speed geben. Aber wir haben jetzt nur 10. Das heißt, wir können hier nur eins kaufen. Wir brauchen einen Mining Entrance. Und dann geht's nach unten und dann geht's schon wieder weiter. Okay, die haben wirklich schön viel. Also schön große Reichweite jetzt. Oder große Größe. Mit 2 komme ich jetzt schon richtig weit nach unten. Und wenn die auch schneller sind, dann kann ich ja auch viel besser hier, ja, viel großflächiger und das läuft gut, wir haben schon wieder 46. Okay. Oh, da ist einer. Sehr gut. Also jetzt können wir hier schon richtig gut bauen. Oh, was ist hier? Ich will das. Was ist das? Ein Relic? Kann ich das haben, bitte? Warum kann ich... Ich will das haben. Jawohl. Wir haben ein Relic gefunden. Ancient Hook. Das heißt, wir brauchen jetzt 100, damit wir das. Your mining tools will have a chance to collect resources automatically. Oh, das ist gut. Jetzt nicht bahnbrechend, aber gut. Holz brauchen wir. Inzwischen versuchen wir ein Masterwork nach dem anderen zu generieren. Oh, jetzt eins noch. Okay, eins noch. Leveled up. Und jetzt haben wir das Max Level. Und jetzt können wir das Auto craften. Kostet uns jetzt. Zack. Und wir haben immer Masterwork. Hierbei. Das ist cool. Wir haben nur 115. Ich würde eher wirklich das noch nicht machen. Schauen wir lieber, dass wir hier ein wenig was machen können. 80, 90. Das ist, boah, schweineteuer. Aber wir brauchen Geld, um hier vielleicht mal auch auf bessere Ressourcen zu treffen. Was wir eben brauchen, 2 um 10. Das ist nicht gut. Glaube ich, das ist eher schwach. Wollen wir nicht auf den Wurm vergessen? Den werden wir jetzt hier einsetzen, hier rüber vielleicht. Da gibt es viele Sachen jetzt zu holen.
So, lass uns noch eins runter. Das könnte sogar ein bisschen Silber sein. Die hier können wir auch nicht aufnehmen. Schade. So, die Hälfte ist wieder hinüber. Ob wir so noch ein bisschen was ergattern. Naja, 38, okay. 38 ist eigentlich richtig schwach. Naja, es wird. Vor allem ein paar Blueprints. Entschuldigung. Oh, wir hätten noch... Ja, eine Sekunde. 50, naja, immerhin. Ja, wir brauchen Geld. Und zwar viel Geld. Und was hilft uns hier besser als Masterwork? Na, machen wir hiervon. Ja, und den Rest machen wir hier Auto. Schwupp. Bringt uns 200. 205. Hier. Das ist nicht tiefer als das. Ach, schade. Schade. Gut. Aber lasst uns keine Zeit verlieren. Wir wollen ordentlich Meter machen. Und zwar nach unten. Ich werde das jetzt lassen mit zwei Stollen nach unten. Ich glaube, das bringt jetzt nicht viel Mehrwert. Im Gegenteil, ich werde jetzt mal hier seitlich rüber. Oder hier. Und hier dann auch noch. Oh, hier. Nö, hier werde ich weitermachen. Ich will ganz klar. Werde ich Silber bevorzugen. Auch hier. Ja, wir haben richtig viel Zeit. Finde ich ganz, ganz gut. Da kommen zwei, jawohl. Hier, schau. Sehr gut. Ich weiß nicht, wie viel ich... Ich müsste eigentlich ungefähr, wenn ich jetzt nur das Eisen rechne, müsste ich 100 Eisen bekommen, damit sich das rechnet. Weil 20 Gold bekomme ich pro 10 Eisen. Mit dem Ring. Aber ich habe ja einiges an Silber auch bekommen.
dem her, ja, und ein paar Blueprints. Okay, und der Wurm geht nicht immer nur im Kreis, bewegt sich nicht nur im Kreis. Wo wollen wir noch? Ich glaube, ich kann hier sogar richtig viel quasi aufdecken von der Map. Wir haben jetzt immer noch 3 Minuten Zeit. Geh mal hier rüber dann. Okay, also das eine höhere Mining License zu nehmen, zahlt sich praktisch immer aus. Was mich jetzt auch noch interessieren würde, wenn ich einen zweiten dazu setze, kommen die dann weiter? Okay, das ist jetzt extrem doof. Der macht quasi einen Pixel weiter. Das ist relativ doof. Der wird jetzt hier auch stoppen. Ja. Das war ganz klare Verschwendung. Wir können hier noch reingraben. Und dann werden wir ja, hier noch ein wenig die Reihe. Der war ganz gut hier gesetzt. Da gibt es auch noch einiges. Okay, wir bekommen richtig Ressourcen. Sehr gut. Immer noch 60 Sekunden. Und wir haben jetzt wirklich dann 95, wir bekommen wirklich beinahe 100 Eisen und zusätzlich aber noch 18 Silber. Also ich glaube, das zahlt sich wirklich in jedem Fall aus. Oh, Kacke, hier könnten wir noch. So, 10 Sekunden noch. Geht sich nichts mehr aus. Oder? Doch. Oh. Habe ich den noch bekommen? Ich glaube schon. 109, 21 Silber, 6 Blueprints. Wenn sich das nicht mal ausgezahlt hat. Ja, wir brauchen hier überall, fast überall, Holz. Ich würde tatsächlich... Oh, schön. Tatsächlich jetzt einmal... Nö, doch. Nö, nicht. Wir brauchen Geld. Egal. Wir brauchen Geld, weil wir ja erstens bessere Mining Sites besuchen wollen und andererseits wir wollen in den... Ja, das gefällt mir. Weil wir wollen ja auch in den Sites hier die Bäume fällen. Und das wollen wir und ansonsten... Oh, 25, 25, 30 geht sich aus. Wir haben jetzt 22 Holz bekommen. Sehr gut, sehr gut. Dann werden wir...
hier gleich mal runter und rüber und werden hier das mitnehmen. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.